Four Places, Four Cases. Und wir sind in der dritten Stadt angekommen und das ist, wie ihr schon richtig seht, Berlin. Und hier dreht sich alles um das Thema Graffiti, aber auch natürlich um das Thema Mobilität. Ich muss zugeben, ich bin zum allerersten Mal mit einem Auto in Berlin. Und ihr hört schon hier an der Straße, es ist wahnsinnig viel Verkehr und es macht es auch echt stressig in der Stadt. Da sind auch Fahrräder, da sind E-Bikes, da sind wahnsinnig viele Fußgänger, Touristen, die hier so Graffitis toll finden und fotografieren, würde ich ja nie machen. Auf keinen Fall. Und daran merkt man auch schon, das Auto ist total leise. Es ist echt stressig damit, durch die Gegend zu fahren. Und meine Freunde in Berlin haben zum Beispiel als allererstes ihr Auto abgegeben, weil hier einfach der öffentliche Nahverkehr super gut ausgebaut ist. Aber natürlich auch eine weitere Sache hier ganz, ganz trendy ist. Und zwar das Thema Carsharing. Und warum das perfekt zu Berlin passt, das erzähle ich euch gleich. Also, ich habe gesagt, es geht ein bisschen um Carsharing. Man kennt das ja bestimmt schon, in größeren Städten gibt es sowas wie DriveNow, das ist jetzt von BMW. Da kann man verschiedene Modelle mieten, also vom i3 über den X1, X2, BMW 1er, BMW 2er, was ich besonders geil finde, natürlich alles auch noch als Cabrio-Variante. Und Mini, das sieht man hier ehrlicherweise am häufigsten. Also ich habe die anderen habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber von Mini sieht man am häufigsten hier Autos parken von DriveNow. Das bedeutet, man kann halt hier einfach das sogenannte Free-Floating-Prinzip nutzen. Das heißt, du kannst dir irgendwo, per App findest du raus, wo steht das nächste Fahrzeug und dann kannst du dir das einfach abholen und irgendwo anders, wo du es halt dann nicht mehr brauchst, abstellen. Das sind so circa 24 Cent pro Minute, wenn man so eine Prepaid-Karte hat, so einen Prepaid-Tarif oder dann eben je nach Fahrzeug, ich glaube so 34 Cent, nagelt mich da nicht fest. Findet ihr aber auch nochmal beschrieben im Artikel, da wird auch nochmal für euch zusammengefasst, worauf muss man achten beim Carsharing und wie funktioniert das überhaupt, da haben wir für euch was zusammengefasst und ansonsten kann man auch sagen, im Carsharing ist tatsächlich ein Trend geworden in den letzten Jahren, also allein in Berlin wohnen jetzt hier, wenn man sich mal überlegt, einfach mal von der Einwohnerzahl her, wir haben es gestern gelesen, in der U-Bahn, 3 Millionen Menschen, das ist schon eine Masse, insgesamt in ganz Deutschland machen aber 2 Millionen Leute Carsharing, das heißt also man könnte quasi, wenn alle Carsharer nach Berlin ziehen würden, hätten wir schon 2 Drittel der Stadt voll. Das heißt, es ist echt ein Trend. Das sind insgesamt auch 400.000 Nutzer mehr als noch vergangenes Jahr. Also da sieht man auch den Anstieg. Das Einzige, was man dazu sagen muss, ich sage jetzt gerade, es sind 2 Millionen Fahrer, die da mitmachen. Es ist trotzdem nur ungefähr 1 bis 2% vom Gesamtverkehr. Also das ist so ein bisschen, ich würde mal behaupten, fast so ein bisschen wie dieses Vegane. Es ist halt sehr laut, sehr medial. Ja, da merkt man, das ist ein Trend. Das ist wie bei Vegan auch. Aber vom Gesamtanteil her ist es natürlich noch relativ wenig. Aber in Berlin ein echter Trend und das kann man auch auf jeden Fall für die Zukunft sehen, weil es geht ja auch darum, gerade in so Großstädten für die Zukunft was herzustellen, was einfach diese, ich sag mal, diese Hybridmobilität bedeutet. Das heißt, ich kann mit dem einen Auto Carsharing von Punkt A zu Punkt B, dann kann ich mir da ein E-Bike holen, dann kann ich von da aus zur nächsten S-Bahn-Station fahren. Also, dass man wirklich so einen fließenden Übergang hat, da ist natürlich Berlin prädestiniert dafür. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, was ich auch interessant finde, wenn man sich die Carsharing-Angebote anschaut, da ist viel Elektromobilität dabei. Also es geht auch schon sehr in diese Richtung. Ich habe jetzt hier noch 16 Kilometer rein elektrisch zu fahren. Das nutze ich jetzt aus, weil ich fahre mit euch noch an einen Punkt, der historisch ganz entscheidend für das Thema Carsharing in Deutschland ist. Da fahren wir jetzt hin. Ja, das hier ist er, der Ursprung des Carsharings in Deutschland. Denn hier war mal der Hauptsitz von Stadtauto. Das war das erste Carsharing-Unternehmen in Deutschland. Und entstanden ist die Idee zum Carsharing von Markus Petersen. Und ich finde die Story so nett. Der hat nämlich mal mit seinen 2 Brüdern sich überlegt, Mensch, wir können uns zusammen ein Auto teilen. Und das war damals der Fiat 500. Den wollten sie sich zusammen teilen. Und 2 Jahre später ist aus dieser Idee entstanden Carsharing. Und zwar, das finde ich total großartig, das erste Carsharing-Unternehmen Stadtauto hatte genau ein Auto, 50 Kunden, die haben alle 1.000 Euro Sicherungseinlage bezahlt und 10 Euro Nutzungsgebühr im Monat und hatten, wie gesagt, ein einziges Auto, das war der Opel. So entstand das Carsharing und das war sogar exakt genau vor 30 Jahren. Im Juni 1988 ging das Unternehmen an den Start. Heute sieht man, es gibt es hier leider nicht mehr, aber ich finde das großartig und deswegen Berlin und Carsharing, das gehört einfach zusammen. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, damals hatten sie sich nicht ausmalen können, dass das so ein Trend wird, aber man sieht schon, wie die Idee zündet. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. 50 Kunden, 1000 Euro pro Person und ein Opel. Also das muss schon, die Idee muss schon irgendwie überzeugt haben, ein Knaller sein, sonst hätten es die Leute einfach nicht gemacht. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Carsharing in Berlin auf jeden Fall eine große, trendige Sache.